Hallo und guten Tag, hier ist Marius von Projekt30.de mit dem Ausblick für die Woche ab dem 11. April, also Dienstag, denn der morgige Montag ist ja noch ein Feiertag. Ja, was besprechen wir heute? Wir laufen kurz mal ein paar Zeiteinheiten im DAX durch, wir gucken auf den Dow Jones, S&P, Nasdaq und dann ein ebenso kurzer Blick auf die Deutsche Bank, die Telekom, Meta, dann schauen wir uns Bitcoin, Gold und Silber an. Ja, fangen wir mal mit dem Ergebnis oder mit der Ergebnistabelle an. Ja, die Woche war durchwachsen. 47 Punkte minus, 22 plus, 83 minus, 77 plus. Also, was dann bedeutet, wir haben gegenüber dem Vorwochenschlusskurs 15.628 mit 15.597 am Donnerstag 31 Punkte verloren, und weil das die erste Woche im April war, eben auch auf Monatsbasis zum Vormonat 31 Punkte. Ja, ansonsten, wir haben ja mittlerweile eigentlich sogar 10, offiziell aber nur 9 Tops in einer 102-Punkte-Range. Die Hochs 6,59, nochmal 6,59, 7,36, das aktuelle Jahreshoch, und dann am Mittwoch 6,27, und hier unten sind noch 5 oder 6 Marken in diesem Bereich dazu. Das heißt, wir haben so eine Topping-Zone aus 9 Tageshochs, und der DAX wird sich ab Dienstag entscheiden müssen, ob er da drüber entschwindet oder ob das weiter deckelt. Der Pivotpunkt am Dienstag 15.569, also der Tagespivotpunkt, der Wochenpivotpunkt 15.605 und der des Monats April verbleibt bei 15.264. Ein kurzer Rückblick auf die vergangene Woche. Wir hatten ja einen bullischen Wolfe-Keil, also ein fallender Keil, Ziellinie 1/4. Der wurde erreicht bereits in der letzten Woche, das war der Donnerstag, und es waren eben noch, oder es war offen, das 100% ISKS-Ziel. Das ist hier am Dienstag mit dem neuen Hoch gemacht worden. Das ist noch die alte FIBO mit dem alten Jahreshoch 15.706. Da können wir jetzt eben 30 Punkte draufpacken. Das heißt, Wolfe-Keil ist abgearbeitet. Die inverse Schulter-Kopf-Schulterformation hat ebenfalls beide Ziele erreicht. Das heißt, dieser Chart kommt ins Archiv. Schauen wir uns den aktuellen H1-Chart an, dann sehen wir die 15.736, das Jahreshoch. Hier ist das Tief vom 20. März 14.458, und das, was in der letzten Woche zumindest mal ab dem neuen Hoch, was am Dienstag gemacht wurde, die Frage, die sich stellte, konsolidiert der DAX? Das hat er getan. Allerdings die kleinste Konsolidierungsmarke 23.6 bei 15.434 wurde nicht angelaufen, sondern er hat sich recht genau, eigentlich sehr genau, an der unteren Trendlinie eines Keils, eines aktiven Wolfe-Keils abgestoßen, und das war insofern bemerkenswert, als wir hier einen Auflagepunkt hatten, also am 20. März mit Tief 14.458, dann hat er das getan am Freitag, dem 24.3. und das hier passierte am Mittwoch mit der 17 Uhr Kerze. Vorab nochmal eins. IG Markets ist eigentlich ein toller Broker, und ProRealTime ist eine tolle Software. Das, was super ärgerlich ist, ist, dass sie manchmal, und das taten sie nämlich am Karfreitag, die indikativen Kurse abbilden. Das heißt, das, was hier lila eingerahmt ist, ist nicht offiziell passiert, sondern es sind einfach indikative Kurse. Ich finde es super ärgerlich. Ich habe IG Markets bestimmt schon 5-mal angeschrieben und gesagt, sie sollen mal bitte einen Button hinzufügen, denn die individuellen Handelszeiten kann man ja einstellen. Ich kann hier eben zum Beispiel sagen, ich möchte die Wochenenddaten sehen oder nicht sehen. Mich interessieren sie nicht, weil es nicht Xetra ist. Und das, was dringend erforderlich ist seitens IG Markets, ist, dass hier ein Button hinzukommt. DAX-Feiertage ausblenden. Also wer von euch bei IG Markets ist, ich tue es regelmäßig, schreibt die einfach mal an und nehmt dieses Thema auf und sagt, dass es super ärgerlich ist, dass hier Kurse auftauchen, die eben an DAX Feiertagen, an DAX-Feiertagen indikativ in die Charts gemalt werden. Das kann unter Umständen auch mal, wenn es dann deutliche Bewegungen sind, einen Chart einfach verhunzen, weil Trendlinien verletzt werden. So, also wie gesagt, wendet euch an den Laden. Je mehr wir sind, umso eher wird es diesen Button geben, dass die Feiertage ausgeblendet werden können. Dieser aktive Wolfe-Keil hat eine, ja, ich sag mal, eine extrem steil fallende Ziellinie. Denn wir wissen, die geht von Punkt 1 durch Punkt 4. Das ist Punkt 1, Punkt 2, 3, 4. Hier wurde die 5 gemacht, beziehungsweise hier noch eine hohe 5. Und das heißt eben, wenn wir hier tatsächlich mal die, jetzt muss ich das ein bisschen zusammenstauchen, wenn wir hier die Ziellinie einzeichnen, dann würde die aktuell bei 14.111 verlaufen. Also deutlich entfernt vom aktuellen Kurs. Ob das erreicht werden kann, weiß ich nicht. Ich weiß, dass vieles wohl davon abhängt, ob diese Topping-Zone aus 9 Tageshochs genommen werden kann oder ob der DAX drunter bleibt und dann tatsächlich mal nach 23 oder 38.2 konsolidiert, möglicherweise auch durch irgendwelche Ereignisse deutlich tiefer. Also das ist eine ziemlich steile Ziellinie, der ich eigentlich auch nur dann eine Chance gebe, wenn tatsächlich irgendetwas passiert, also deutlich Sand ins Getriebe kommt, durch was auch immer. Also ansonsten darauf versteifen darf man sich nicht. Das kommt erst dann wieder, ich will nicht sagen auf den Plan, aber da kann man wieder drüber nachdenken, über diese steile Ziellinie, wenn der DAX die 38er verliert und auch die 15.000. Also unterhalb der 15.000 darf man das nicht mehr ausschließen. Ansonsten, solange er nicht mal zu 23.6 oder 38.2 konsolidiert, gibt es hier keine Umkehrsignale und bleibt das Ganze bullish. Im 2-Stunden-Chart, auch nochmal in der Retrospektive, wir beobachten ja seit einiger Zeit dieses Descending Broadening Wedge, 1, 2, 3, 4, 5 drüber gegappt, Abschiedskurs an der oberen Trendlinie und dann eben ein Anstieg über die 76er FIBO aus dem Tageschart, die letzte Fibonacci-Marke vor dem Allzeithoch. Das Hoch vom 22. März, was wir hier gemacht haben, wurde ebenfalls überwunden. Hier ist diese Zone aus 9 Tageshochs, die reicht von 15.658 bis zum aktuellen Jahreshoch 15.736, und auch hier habe ich mal die Mondkurse von IG Markets gekennzeichnet, denn geschlossen haben wir hier. Sei es drum, das statistische Ziel dieses Descending Broadening Wedges ist bereits abgearbeitet worden, und das war ganz interessant, das statistische Ziel war 15.735 und das Hoch 15.736, also ein Punkt drüber und dann gab es aufs Köpfchen. Das 100% Ziel wartet nach wie vor bei 15.874, falls der DAX diese Zone hier überwinden kann, und wir sehen ja schon, da hat er sich vielfach den Kopf gestoßen. Aus diesem Blickwinkel bleibt also zunächst die Richtung ja, eher nach oben wahrscheinlich, wenn dieser Bereich hier brechen würde, das heißt 15.245, die wichtige 76.4 FIBO-Marke, dann könnte ich mir größere Strecken zur Unterseite vorstellen, auch einen Test der Mob-Marke aus dem Wochenchart bei 14.816. Solange das hier hält, muss man davon ausgehen, dass die Reise weiter zur Oberseite geht. Wenn wir in den Tageschart schauen, dann haben wir drei bedeutende Tiefs gemacht. Das eine kommt aus dem September 2022, 11.862. Das zweite nach der ersten Aufwärtsbewegung machten wir am 20. Dezember bei 13.791. Dann gab es die nächste Aufwärtsstrecke, die führte dann zum Tief vom 20. März bei 14.458, und aktuell haben wir hier oben eben die 15.736. Wir hatten, ich ziehe das mal kurz rein, das ist der Tagesausblick, 15 Euro im Monat oder 40 Euro für 3 Monate. Da gibt es ja jeden Tag oder jeden Abend den Ausblick für den nächsten Tag und natürlich intraday auch Ausblicke, und am Mittwoch bereits war klar, dass wir mit dieser Kerze einen Shooting Star im Tageschart haben. Wir hatten das gleiche schon mal hier, auch das war ein Shooting Star, der zumindest für einige kräftige Abwärtsbewegungen sorgte. Jetzt muss man mal schauen, also das ist eindeutig ein Shooting Star und den habe ich natürlich dann im Ausblick zum Mittwoch auch gepostet und noch ein kleines Beispiel beigelegt. Da gab es ein schönes Schaubild auf tradingtreff.de, auch gute Leute. Dort habe ich auch mal eine Zeit lang Ausblicke, Wochenendausblicke gepostet. Sei es drum, da ist so ein Gebilde, das heißt, wir haben einen langen oberen Docht und einen relativ kleinen Kerzenkörper unten. Es braucht eine Bestätigungskerze und das Tief dieser Bestätigungskerze ist dann der Punkt, wo man in der Regel Short geht und dann mit Stop auf dem Hoch der Shooting Star Kerze. Also das wird dann in der Regel auch erklärt. Schauen wir uns jetzt mal den Tageschart aktualisiert an. Dann hatten wir hier am Dienstag, wie gesagt, diesen Shooting Star und am Mittwoch folgte eine Bestätigungskerze, ja, wie man sie sich eigentlich nur wünschen kann. Diese Kerze bitte wegdenken. Da steht jetzt Montag, ich weiß nicht, was IG Markets da macht. Das ist für uns interessant. Donnerstag, letzter Xetra-Handelstag, eine Inside-Kerze zu dieser bärischen Mittwochskerze. Das heißt auf jeden Fall, dieser Shooting Star ist bestätigt worden. Dessen Hoch ist 15.736 gewesen. Und wir haben hier am 4. April das Tief bei 15.482 gemacht. Hier liegt die eingangs schon gezeigte 23er Konsolidierung und 38er dieser Aufwärtsstrecke. Also diese Kerze mal wegdenken. Wenn wir am Dienstag tatsächlich in diesem Bereich hochgappen, dann kann es gut sein, dass wir auch ein neues Jahreshoch machen, ausbrechen, wie auch immer. Aktuell ist es auf jeden Fall so, dass wir im Bereich 15.600 geschlossen haben und das liegt 34 Punkte unter dieser lila Zone aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tageshochs. Also das ist eine Zone, die, sofern der DAX sie überwindet, relativ schnell zum Allzeithoch führen. Wenn wir eine ABC-Bewegung mal annehmen, also wenn wir uns die letzte Anstiegsstrecke seit dem 20. Dezember anschauen, dann ist es durchaus legitim, hier am Tief anzusetzen. Dort ist das Hoch gewesen, das ist die 15.706 gewesen, und wenn ich dann dieses Rechteck kopiere und hier an das Tief lege vom 20. März, was wir gemacht haben, dann hätten wir, da steht es ja auch schon, ein ABC-Ziel bei 16.373. Das wäre also knapp über dem aktuellen Allzeithoch 16.290. Dürfen wir nicht ausschließen, wenn es über diese lila Zone aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eigentlich 10 Tageshochs hinausgeht. Ja, und wenn wir über Konsolidierungen sprechen, dann können wir da frühestens drüber sprechen. Auch dabei bleibe ich, wenn wir die 23er FIBO 15.434 verlieren und in diese rote Zone eintauchen, also gegebenenfalls unter die 15.245 laufen, denn das ist ja die letzte Fibonacci-Erholung vor dem Allzeithoch. Und ja, bevor das nicht passiert, müssen wir davon ausgehen, dass sich hier einige Shorts versammelt haben und dass die Bullen eben einfach versuchen durchzubrechen, weil das macht der DAX ja immer wieder, das zeigt er uns seit vielen Jahren. Wenn da ein Widerstand ist, der läuft wie ein Esel immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand und oftmals, nicht immer, kommt er damit irgendwann durch, indem er sowas einfach übergappt oder intraday einfach mal einen Lauf macht. Aber das sind eben die 102 Punkte, die aktuell wichtig sind, und das schrieb ich auch in den Ausblicken. Aktuell gibt es nichts Wichtigeres als diese Zone. Und das Schöne daran ist ja, dass sie eben nur 102 Punkte hoch ist. Wenn wir uns nochmal kurz die gleitenden Durchschnitte anschauen, dann haben wir hier die 50 SMA, die rote, bei 15.347 und die 20 SMA 15.246, die liegen also relativ dicht beieinander, wurden übergappt, und da muss der DAX eben drunter, unter die 50 SMA, unter die blaue 20 SMA, unter die 15.300 bzw. die Fibonacci-Marke 15.245. Also da liegen wichtige Marken eng beieinander und bevor die nicht zur Unterseite genommen werden, müssen wir davon ausgehen, dass die Reise weiter gen Norden geht. Im Zweitageschart haben wir einen aktiven Wolfe-Keil, der ist nicht hübsch, der sieht aus wie eine umgekippte Eistüte. Die sind ja normalerweise ein bisschen schlanker, laufen also nicht so extrem aufeinander zu. Nichtsdestotrotz können wir zählen 1, 2, 3, 4 und mit dem aktuellen Hoch die 5. Und was auffällt, die obere Trendlinie können wir blitzsauber über 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hochs zählen. Der Apex dieses Keils liegt auf dem 27. Juni bei 15.960 und das bedeutet, wenn der DAX nicht spätestens am 27. Juni unterhalb 15.960 notiert, verliert dieser Wolfe-Keil seine Gültigkeit. Ich habe hier nochmal das eben gezeigte ABC-Ziel mit reingenommen aus dem Tageschart und das Allzeithoch, was eben einfach auch klar macht, wenn er, nachdem er ja nicht nur in der waagerechten über 9 Tageshochs ausgebremst wurde, sondern auch über diese steigende Keiltrendlinie mit 5 oder 6 Anlaufpunkten ausgebremst wurde. Wenn der da durchgeht, dann kann es eine Druckentladung geben, die ruckzuck in diesen Bereich führt. Ja, das darf der. Wenn er aber dann spätestens einen Tag vor dem 27. Juni wieder in den Keil hineinfallen sollte, unten heraus die Ziellinie aktuell und fallend bei 14.435. Und die 14.435, die merken wir uns mal kurz, denn ich hatte ja im letzten Ausblick auch diesen, wie nenne ich ihn jetzt, Strahlenchart gezeigt. Also, das könnte schon darauf deuten, wenn es dann hier irgendwann wieder runterkommt, dass wir hier in diesem Bereich landen, aufgrund welcher News oder welcher Sachlage auch immer. Das erkläre ich jetzt nicht nochmal, habe ich im letzten Video gemacht, kann man sich ja sonst gegebenenfalls nochmal anschauen. Auf jeden Fall, dabei bleibt es 15.634, 15.736. Das ist das Tor der Bullen zur Oberseite und auf die grüne Wiese. Und wenn es dort nicht gelingt, deutlich anzusteigen und Fortsetzung zu finden, dann kann auch hier schon so etwas Ähnliches wie ein Doppeltop, da liegen ja nur 30 Punkte zwischen, ein Doppeltop anstehen oder möglicherweise eben auch sowas Ähnliches wie ein Diamant, wo wir hier eine steigende Linie haben, hier möglicherweise eine fallende, dort eine fallende und hier steigend, also will ich jetzt nicht malen, also hier hoch, runter, da und so, mache ich im Blog nochmal fertig, ein kleines Schaubild. Der Monatschart, auch daran sei nochmal erinnert, der hat ja hier im März eine Hanging Man Kerze produziert. Auch das ist insofern wichtig, die 15.736, wenn die deutlich überschritten wird, dann können wir diesen bärischen Hanging Man vergessen, aber aktuell ist es eben so, dass wir im Monatschart eine bärische Kerze haben. Wir haben einen Shooting Star im Tageschart und solange der DAX nicht über die lila Zone aus den kleineren Zeiteinheiten zur Oberseite ausbricht, muss man doch ein bisschen vorsichtig sein. Also besonders so Intraday-Fakes, das haben wir oft genug gesehen. Gap-Up, 100 Punkte, 120, dann nochmal 20, 30 Punkte zur Oberseite und dann abwärts. Und hier im Monatschart ist die Sachlage eindeutig klar. Wir haben hier diese Mobmarke aus dem Wochenchart eigentlich, aber sie ist auch 1, 2, 3 mal im Monatschart erkennbar. Aus Monatssicht wird die Sache erst wieder bärisch unter 14.816 und oberhalb der 16.290, da haben wir im Monatschart ebenfalls zweimal angedockt, da gab es mit dem zweiten Hoch, glaube ich, nur einen Unterschied von 5 oder 10 Punkten. Da oben drüber wird es bullisch, dann kann sogar über die Zeit natürlich ein ziemlich, ja, noch unvorstellbares Kursziel angelaufen werden, geht es hier wieder drunter, weil es erst nicht drüber schafft, dann muss man eben mal schauen, wohin die Reise geht. Der Schlusskurs 2022 ist ja noch gar nicht so lange her, gleichzeitig auch ein Gap, liegt auf jeden Fall bei 13.923, das ist also schon eine ganze Ecke unter uns. So, 5-Minuten-Chart, da sehen wir die indikativen Kurse, die da nicht hingehören. Der Schlusskurs war 15.597 und deswegen müssen wir eben schauen, was hier passiert. Da sind die neuen Tageshochs in dieser lila Zone, Jahreshoch 15.736 und das erste Hoch, was wir gemacht haben, war eben die 15.634. Das 100% ISKS-Ziel ist abgearbeitet, das können wir löschen. Also, schafft es der DAX ab Dienstag anzusteigen, muss er noch über die obere Trendlinie des vor, ich glaube, 2 Ausblicken gezeigten Keils im Monatschart, läuft bei 15.761. Dann haben wir noch 2 bedeutende Hochs aus dem Jahr 2021 und oberhalb darf der dann wirklich durchziehen bis zum Allzeithoch. Und wenn es zur Unterseite geht, dann haben wir den Shooting Star Short Trigger, also das Tief der Bestätigungskerze bei 15.482. Das heißt, da wird es bärisch. Hier ist die 23er Konsolidierung, die ich ja zeigte, 50 SMA und die weitergehenden Kurse zur Ober- und zur Unterseite aus diesem Chart, der alle Marken aus allen Zeiteinheiten zusammenfasst, gibt es natürlich am Dienstag wieder im Blog und auch im Newsletter. Dow Jones im Stundenchart, da haben wir eine mögliche Schulter-Kopf-Schulterformation, und zwar eine inverse. Eine Schulter, wir haben einen Kopf. Was das hier werden will, muss sich der Dow Jones noch überlegen. Das kann eine Stummelschulter werden, wirklich nur noch so ein kleines Ding und das knallt oben heraus. Schöner wäre es, das schrieb ich auch in den Ausblicken, ein Rücksetzer in den Bereich 33.000, damit wir zumindest mal so hälftig die Tiefe dieser Schulter erreichen. Am besten wäre eine Symmetrie im Bereich 32.500. Sofern das gelingt, also unabhängig davon, ob es jetzt hier oben direkt rausbrettert oder ob eine tiefere rechte Schulter gemacht wird, das statistische Ziel bei 35.127, das 100% Ziel sogar bei 35.755. Im 2-Stunden-Chart, den kennt ihr, das ist diese Seitwärtsrange, die nicht zur Unterseite abgetragen wurde oder jedenfalls nicht komplett, denn dann hätte der Dow Jones nach 30.806 fallen müssen. Der machte sein Tief hier am 15. März bei 31.429 und steigt seitdem an. Ja, der Schlusskurs 33.485 und hier ist nochmal die mögliche ISKS-Nackenlinie, denn die Schulter ist ja noch nicht komplett. Die wird erst komplett, wenn er hier andockt oder drüber springt und dann warten auf den Burschen kurz oberhalb und das wäre, wie sagt man, der Proof of Point, die gewichtige 61.8 Erholung und das Gap vom 17. Februar. Wenn er die 61er überspringt und das Gap schließt, dann darf er auch zu einem oder zu einer Wolfe-Keil Ziellinie bei 34.077 dieses Gap schließen und sich mit der oberen Begrenzung dieser Seitwärtsrange auseinandersetzen, die gleichzeitig ein 1-2-3-faches Top ist. Also dieser Ausbruch könnte Bedeutung bekommen, wenn er denn gelingt. So, dann wollen wir uns noch den Wolfe-Keil anschauen. 1, 2, 3, 4, unterschießende 5. Hier ist diese untere Begrenzung der Seitwärtsrange, das Hoch vom 9. März, das Hoch vom 6. März. Der ist also, wenn er dann drüber geht, hier sehen wir nochmal diese mögliche Schulter-Kopf-Schulterformation, dann wäre es eigentlich nur noch, wenn er sie dann überwindet, ein Katzensprung bis zur 34.045. Dort wartet die Ziellinie. Und ganz zum Schluss schauen wir uns noch den Zweitageschart an, der deutlich macht, dass die kommenden Tage im Dow Jones wichtig werden können. Wir haben hier das Tief aus Oktober 2022, 28.660. Hier ist das Allzeithoch und diese fallende Trendlinie im Zweitageschart einmal, zweimal, dreimal saubere Auflagepunkte und er wurde abgewiesen. Und dieser blaue Kreis zeigt einfach, dass zwischen 33.784, also der gewichtigen 61.8 Erholung und der fallenden Trendlinie aktuell 34.038 und da die täglich fällt, liegen diese beiden Marken zumindest mal in der nächsten Woche, spätestens am Mittwoch oder Donnerstag übereinander. Das heißt, das wird hier eine Bewährungsprobe und wir wissen oder sehen es eben auch, wir haben ja hier 1, 2, 3, 4, die mögliche 5 eines Descending Broadening Wedges, So ist es deutlicher zu erkennen. Kleine Sekunde. So, nicht? Das wäre die 1, die 2, die 3, die 4, dort die 5. Das heißt, dann könnte mit einem doppelten Schub, nämlich Bruch der fallenden Trendlinie, Bruch über die gewichtige 61,8 Erholung, und wenn hier die 5 gemacht wird, dann kommt noch ein 1, 2, 3, 4, 5 Descending Broadening Wedge dazu, und dann ist das hier mal fast garantiert und das hier durchaus möglich. Details natürlich jeden Tag im Blog und im täglichen Newsletter, den hätte ich fast vergessen. Der S&P im 4-Stunden-Chart, dort haben wir bereits ein aktives Descending Broadening Wedge. Dem zuvor gegangen war ja eine bärische ABC-Bewegung, top angelaufen mit 3.811, das Tief, was wir hier machten, war 3.808. Wir sind per Gap über die obere begrenzende Trendlinie dieses DBWs gegangen und der Schlusskurs wurde am Donnerstag bei 4.105 eingebucht. Hinterlassen hat dieser Anstieg zwei Gaps und hier wird es einfach wichtig in der kommenden Woche. 50% Erholung, 4.153, das Gap vom 15. Februar. Wenn er da drüber geht, relativ sicher wird er dann das Hoch vom 2. Februar bei 4.195 testen. Das Ziel dieses DBWs liegt bei 4.339 und 4.408 und davor liegt wie im Dow Jones die gewichtige 61,8 Erholung. Und die muss natürlich überwunden werden, um diese Ziele zu erreichen, um möglicherweise irgendwann das Allzeithoch anzulaufen. Aus dieser Perspektive gilt auch, solange der sich in diesem Bereich zwischen 50 und 38,2 Erholung aufhält, ist der auf Erholungskurs. Erst wenn das hier verloren wird, die 38er Erholung, und das ist die Psychomarke 4000 mit exakt 3997, deswegen hat er sie auch übergappt, weil er hier einmal, zweimal auf den Schädel bekam. Also oberhalb 4000 muss man davon ausgehen, dass die Reise weiter zur Oberseite geht. Im Stundenchart haben wir einen bärischen Gegenspieler, so steht es immer in den Ausblicken, ein aktiver Wolfe-Keil, dessen Ziellinie allerdings ähnlich steil verläuft wie die im DAX im Stundenchart, also die aktuell noch keine Rolle spielt. Der Apex dieses bärischen Wolfe-Keils am 17. April bereits bei 4080, und das bedeutet, der S&P muss im Stundenchart am 17. April unter 4067 laufen, ansonsten wird dieser Keil ungültig. Fällt er hier heraus und geht unter die 4019, passt gut zur 4000er Marke und der 38,2 Erholung, die ich eben zeigte, dann ist es durchaus möglich, dass wir einen Absturz sehen, der eben auch diese Ziellinie erreicht. Ansonsten bislang blitzsauber, denn ich sage ja, dass oftmals in Keilen, egal ob steigend oder fallend, in den Wolfe-Keilen ABC-Bewegungen eingebaut sind. Und wenn wir uns ABC anschauen, dann hat das perfekt geklappt. Also diese obere Keiltrendlinie wird in der beginnenden Woche wichtig und natürlich der Apex, und das werden wir uns jeden Tag abends und in dem Update vor US-Eröffnung anschauen. Im Tageschart, hier sehen wir nochmal dieses DBW, was ausgebrochen ist, haben wir auch noch ein viel, viel größeres, über das ich jetzt eigentlich gar nicht reden will. Ich wollte es nur mal zeigen, denn der S&P hatte damals sein 5-0 Pattern Ziel bei 3.503 erreicht. Da hatte das Tief bei 3.491 gemacht. Das ist der 13. Oktober gewesen, seitdem steigt er an. Und die Ziele dieses Descending Broadening Wedges, die sind schon knackig, nicht? Das ist das Allzeithoch hier. Also da reden wir über 500 Punkte oberhalb Allzeithoch und mehr, falls das passiert. Wissen wir nicht, aber wir dürfen es nicht ausschließen. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf den Nasdaq im Stundenchart. Auch den gucken wir uns ja schon etwas länger an. Wir haben im Stundenchart H4 ein Descending Broadening Wedge. Da rühren diese beiden Ziele her. Die sind noch nicht erreicht, aber wir haben hier eine mögliche ABC-Bewegung. Das ist eine perfekte Bullenflagge. Das Ziel dieser ABC liegt bei 13.910 und somit schon oberhalb der 50% Erholung. Cup and Handle Ziele haben wir ebenfalls, das ist die Nackenlinie dieser Cup and Handle, 12.920, nämlich hier ist die Tasse und das hier wäre der Henkel, die ist also aktiv, deswegen konnten wir die Ziele errechnen. Und solange sich Nasdaq oberhalb der 38er Erholung aufhält, 12.856 und oberhalb der 12.920 Nackenlinie dieser Cup and Handle, ist und bleibt er auf Erholungskurs und kann eben sein ABC-Ziel, seine 61er Erholung und so weiter erreichen. Und dass er begriffen hat, wie wichtig diese Zone ist, also hier haben wir das alte Hoch, sehen wir eben Kopf gestoßen, runter, Anlauf genommen, zack mal mit 1, 2, 3. Auch im Stundenchart gibt es die Formation Three White Soldiers, drei weiße Soldaten, die zur Oberseite laufen. Das Gegenstück, wenn drei schwarze Kerzen zur Unterseite laufen, dann sind das eben Three Black Crows. Aber er hat hier wunderbar aufgesetzt auf die 12.920. Mit der zweiten Kerze am Donnerstag hat er sich an der 38.2 Erholung nochmal rückversichert. Das heißt, wenn es ihm ab Montag gelingt, zur Oberseite zu laufen, hat er freie Bahn bis zu den genannten Zielen. Im 4-Stunden-Chart das eben schon angedeutete DBW, jedenfalls zeigte ich ja die Ziele. Hier ist nochmal die Nackenlinie der Cup and Handle. Das DBW lässt sich prima zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann gab es einen nicht unerwarteten Rücksetzer an der 5. Die 23er Mindesterholung hat aber gehalten. Sonst hätten wir möglicherweise das Tief nochmal besuchen müssen. Ja, und dann ging es zur Oberseite. Hier wurde ein bisschen gehakelt. Ablauf drüber. Und jetzt schauen wir eben, hier sind die DBW-Ziele. ABC-Tages-Chart-Ziel und die Cup-and-Handle-Ziele habe ich ja schon gezeigt. Also, ganz klare Sache, solange das Ding über lila bleibt, und es sieht zumindest so aus, als wolle es, dieser Index, solange er da drüber bleibt, muss man mit den Zielen zur Oberseite rechnen. Kommen wir kurz zu einer Aktienschau. Das ist die Deutsche Bank im Wochenchart, im logarithmischen Wochenchart, deswegen sehen die FIBOs auch ein bisschen verschoben aus. Ich zeige es nur deshalb, weil wir haben 1, 2, 3 blitzsaubere Aufsetzer im logarithmischen Chart dieser steigenden Trendlinie, aktuell bei exakt 8 Euro. Wir haben hier oben ebenfalls 3 Auflagepunkte im Wochenchart in einer fallenden Trendlinie. Das Ganze ist neben dieser steigenden Trendlinie möglicherweise auch ein symmetrisches Dreieck im Entstehen. Und das würde bedeuten, die 1, die 2, die 3, die 4... Und man könnte über die Zeit mit einem Anlauf an die 5 rechnen, aktuell bei 11,98. Wichtiger ist aber diese untere Begrenzung, denn das ist ja mal ein eindeutiger und extrem sauberer dreifacher Boden. Das heißt, wenn diese Trendlinie im Wochenchart gebrochen wird, dann könnte es unangenehm werden für die Deutsche Bank. Ansonsten, solange sie da drüber ist, ist sie safe. Ja, und solche Sachen gibt es natürlich auch, das ist ja der tägliche Ausblick für 15 Euro im Monat. Also ich packe eben auch mal so kleinere Updates aus anderen Zeiteinheiten oder Aktien auch mit rein. Da ist dieser Chart, den ich eben gezeigt habe. Hier ist nochmal eine gepunktete Linie angefügt. Falls die untere Keiltrendlinie bricht, könnte es nämlich auch ein Abwärtstrendkanal werden. Also falls es hier bricht, wäre ein Anlauf da unten nicht unüblich, und ansonsten gibt es da natürlich immer kleinen erklärenden Text dazu. So, Deutsche Bank können wir abhaken. Die Deutsche Telekom hat eigentlich eine schöne Sache gemacht. Wer regelmäßig zuschaut, erinnert sich, wir hatten eine bullische und eine bärische Figur. Die bullische war eine Schulter-Kopf-Schulterformation, also eine inverse Schulter-Kopf-Schulterformation. Das mögliche bärische Geschehen war durch einen aktiven bärischen Wolfe-Keil 1, 2, 3, 4, überschießende 5 geprägt, der die Ziellinie hätte erreichen können. Wir sind aber mit der ABC-Bewegung bei 21,18 rangekommen. Das statistische Ziel wurde abgearbeitet, und das ist hier der Montag gewesen. Da hat die Telekom das 100% Ziel eingedockt, also insofern ist das jetzt abgearbeitet und im Wochenchart ergibt sich ein ungleich größerer bärischer Wolfe-Keil, dem wir aktuell aber keine Bedeutung beimessen müssen, solange er sich im Wochenchart oberhalb 21,65 bewegt, also der Kurs. Erst wenn wir mit einer knackigen Kerze, da meine ich sowas hier zum Beispiel, wieder die 21,65 brechen, muss man ein bisschen genauer hinschauen, denn die Ziellinie verläuft aktuell bei 13,43 und fallend. Und das ist symptomatisch für, egal ob ich mir den DAX anschaue, S&P, Nasdaq oder Einzeltitel, wir sind in der Mitte von irgendwas. Oder wie die Engländer sagen, in the middle of nowhere. Wir sind an so Punkten, wo die Aktien und die Indizes sich jetzt entscheiden müssen, ziehen wir nach oben durch oder haben wir die Nummer überreizt und es braucht nochmal einen richtig tiefen Rücksetzer. Und das sind anstrengende Zeiten, aber sie sind ja auch wichtige Zeiten. Also als Beispiel die lila Zone aus dem DAX-Tageschart. Ganz wichtige Markenbereiche, die Gott sei Dank nicht so ausgedehnt sind. 102 Punkte, das ist ja überschaubar. Aber da wird sich meiner Meinung nach noch im April entscheiden, ob wir einen kräftigen Rücklauf sehen oder ob ein Gang nachgelegt wird und ja, die Kurse weiter ansteigen. Facebook, das ist, weiß gar nicht, wann ich den hier gemacht habe, aber das ist ein, oder wir hatten einen aktiven Wolfe-Keil, einen bullischen, und ich habe das hier irgendwo in diesem Bereich gemacht, also ziemlich weit unten, und habe gesagt, hier wäre CRV 1 praktisch drin, CRV 2, CRV 3, 4 und 5. Wir standen kurz vor der oberen Keiltrendlinie und wenn wir uns Facebook oder Meta jetzt angucken, traumhafter geht es kaum. Schönes Tief gemacht, hier an der unteren Keiltrendlinie gearbeitet, hochgezogen. Ich habe das ja auch mehrfach abgedatet. Hier einen super Schub gekriegt, nochmal eine Konsolidierung gemacht und können wir ruhig mal ein bisschen größer aufziehen. Also besser kann man nicht landen. Also auch dieser Wolfe-Keil ist abgearbeitet und kommt ins Archiv, und wer da unten eingestiegen ist, der freut sich über CRV 5 und das ist ja ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis. Bitcoin, ja, da hatten wir ja auch einen bullischen Wolfe-Keil, der top abgearbeitet wurde, nachdem er zuvor auch top seine ABC-Bewegung gemacht hat, und ich rede ja seit Monaten darüber, über die Wichtigkeit der 28.850, denn das war vorher mal Unterstützung über einen längeren Zeitraum, und was wissen wir, wenn Unterstützungen brechen, werden sie in einem Rücklauf gerne zu Widerständen, und da wir hier einen Tageschart haben, ich weiß gar nicht, wie viele Kerzen das sind, vielleicht 15, 16, 17, 18, die 28.850, ja, bleibt wichtig. Geht's drüber, kann es Druckentladung geben. Und wenn wir hier wieder runterfallen, und ich sage ja oft, die Ziellinie von abgearbeiteten Wolfe-Keilen, die kann man ruhig nochmal im Chart behalten, weil sie oftmals einfach noch so ein Indikator sind. Ja, müssen wir abwarten. 28,850, da muss es drüber für Fortsetzung. Und wenn wir in den Wochenchart gehen, dann sehen wir hier eben auch nochmal die Bedeutung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal dort aufgesetzt, dann drunter gegappt und zwar satt. Und jetzt müssen wir drüber. Das, was erfreulich ist, die steigende Trendlinie seit dem 17.02.2014 im logarithmischen Chart ist wieder erobert worden, der Leitstrahl sozusagen. Und ja, da muss es jetzt drüber, und zur Unterseite, genau, da hatte ich gesagt, da achten wir auf die 25.274, denn da haben wir hier einmal angedockt, hier einmal, nochmal, dann gab es einen Rücklauf und dann diese Monsterkerze, mit der der Durchbruch gelang. Also dieser Bereich ist jetzt entscheidend für Bitcoin, und wenn es über die 28.850 geht, ja, wir sehen ja, was dann eben möglich ist, dann kann sich durchaus eine zweite Strecke hier anschließen. Und diese drei Kästchen erkläre ich heute nicht, das habe ich vor 4 oder vor 5 Ausblicken ganz ausführlich gemacht. Kommen wir zum Gold. Da haben wir ein symmetrisches Dreieck, 1, 2, 3, 4, 5, und hier unten natürlich einen kleinen Fake-Ausbruch, wie oft symmetrische Dreiecke sind eben Zecken. Und dann gab es hier einen schönen, fetten Ausbruch. Interessant dabei, jetzt muss ich mal kurz schauen, kleine Sekunde. Ach nee, das war im Silber, brauche ich gar nicht zu machen. Okay, auf jeden Fall ungefähr die Hälfte dieser Höhe ist das statistische Ziel, das heißt, das ist abgearbeitet. Jetzt nur mal so quick and dirty, wenn sich das irgendwo komplett fortsetzen soll und will und kann, bis zur 100% Marke wäre das der Bereich um 2067 und da kommt uns ja relativ bekannt vor. Ja, das ist nochmal der alte Wolfe-Keil, aber wir wollten in den Wochenchart gucken, da ist die 2067, sorry, ja, die 6 und die 8, meine armen Augen. Auf jeden Fall würde das darauf deuten, wenn sich dieses symmetrische Dreieck, was wir ja hier kaum erkennen können, zur Oberseite auflöst, dann kann es gut sein, dass wir die obere Begrenzung anlaufen. Das ist ein, wenn wir das mal angucken, Wochenchart 1, 2, 3, 2 Konsolidierungswochen, wenn sich das jetzt weiter anschließt. Ja, an der 2067, da wird sich eine ganze Menge tun, denn wenn dieses DBW, und das wäre dann eines, wenn die 5 erreicht wird, sich zur Oberseite auflösen will, dann lägen die Ziele natürlich nicht innerhalb eines Tages, aber dann lägen die Ziele bei 2446 und 2524. Das kann noch ein bisschen geändert werden, weil diese Linie fällt ja und insofern, das rechne ich genau aus, sobald und sofern wie die 5 anlaufen. Das Gleich oder Ähnliches haben wir im Silber. Auch das hat kräftig zugelegt und da wollte ich mal kurz etwas zeigen. Und zwar, kleine Sekunde, wir haben ja gemeinsam mit dem Tagesausblick für 15 Euro im Monat. Da haben mich User vor langer Zeit angesprochen, gesagt, Mensch Mars, ich kriege ja immer eine E-Mail, wenn ein neuer Beitrag von dir da ist oder ein Update, aber ich habe nicht immer Zugriff auf meine E-Mail. Wie sieht es denn aus? Kannst du nicht einen WhatsApp-Kanal aufmachen und das dort posten? Ja, mache ich natürlich oder habe ich gerne getan. Diesen WhatsApp-Kanal gibt es jetzt eben auch. Der ist zugänglich für Abonnenten, die bekommen diesen Link bei uns. Und da habe ich am 4.4. um 15.24 Uhr, weil es einfach auch zu lange gedauert hätte, einen Beitrag daraus zu machen, habe ich auf dem WhatsApp-Kanal für Echtzeitbenachrichtigungen dieses DBW gepostet im Silber. Die 1, die 2, die 3, die 4, die 5 wurde gemacht, dann gab es einen schönen Rücklauf. Und als wir dort ankamen, wie gesagt 15.24 Uhr, habe ich gepostet, Achtung, Achtung, die obere Trendlinie des DBW ist erreicht. Und um 16.37 Uhr sah das so aus. Da hat es also im Gold und im Silber wirklich eine richtig fette Explosion gegeben. Das ging ja auch noch höher. Ich glaube, das waren nachher 4%. Also das war schon irgendwo toll, was die Edelmetalle da in der letzten Woche abgeliefert haben. Aktuell zeigt sich das hier als Bullenflagge, nicht? Wir haben hier einen klaren Anstieg. Oben angedockt, unten angedockt, oben angedockt, unten angedockt und hing am Donnerstag wieder an der oberen Flaggenbegrenzung. Also das müssen wir mal sehen. Falls das eine echte Nummer wird, dann können wir sowas hier nehmen. Ups. Und es an das Tief der Flagge legen und dann hätten wir irgendwie wieder Luft bis 25,77. Wenn es dann hier noch weiter rumzinkeln muss, ist natürlich auch möglich, wissen wir ja nicht. Der Tageschart zeigt jedenfalls, dass wir mit Tagesschlusskurs über die gewichtige 76.4 Erholung gelaufen sind. Hier ist das letzte Hoch im Bereich 26,95. Das kommt ja vom 8.3.2022. Hier haben wir das Tief gemacht und haben wir hier einmal, zweimal, dreimal, eigentlich viermal kurz vor der 76er gab es immer wieder auf dem Kopf so eine Schiebezone und dann eben auch nochmal das, was gerne passiert, vor größeren Anstiegen. Es wird nochmal alles rausgekegelt, das Bäumchen wird geschüttelt. Und hier haben wir jetzt im Tageschart 1, 2, 3 Tage Schlusskurse über der 76.4. Bleibt es dabei, können wir uns darauf freuen. Im Wochenchart haben wir ein Wolfe-Keil, auch seit langer, langer Zeit, die 1, die 2, die 3, die 4, unterschießende 5, wieder an die Trendlinie gelaufen, Klatsch nochmal runter und jetzt in dieser Woche ein ganz sauberer Ausbruch über die obere Trendlinie bei 23,88. Die Ziellinie dieses Wolfe-Keils liegt mit 30,86 deutlich über dem Hoch, was wir hier im Februar 2021 gemacht haben. Und auch hier könnte man mit ein bisschen Fantasie sagen, das ist eine Schulter-Kopf-Schulterformation, eine inverse. Zusätzlich ein bullischer Wolfe-Keil. Also wenn da jetzt Musik reinkommt, ja, dann kann das weiter ansteigen. Und wir haben natürlich im zweiten Wochenchart, den habe ich ja fast bei jedem oder in jedem Ausblick gezeigt, diese mögliche ABC-Bewegung mit einer verrückt langen Bullenflagge, also Anstieg und dann Flaggenkonsolidierung, und auch hier sind wir eben jetzt über der glatten 24, dort verläuft die obere Begrenzung, und wenn das eine ABC-Bewegung wird, hier ist das letzte Hoch bei 30,09, dann ist 36 das Ziel, aber das habe ich auch schon hier erzählt. Also wir müssen einfach schauen, bleibt es jetzt drüber, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal gab es Abweiser, und das ist eine Steherkerze, ne? Also da müssen wir jetzt schauen, ob wir Fortsetzung finden. Gut, das war's fast. Ich möchte euch nochmal dran erinnern, Daumen hoch, habe ich mich sehr drüber gefreut, gab es im letzten Video reichlich. Gerne auch Kommentare, und für die Woche darauf, also für den nächsten Ausblick, könnt ihr gerne auch mal wieder ein paar Aktien oder Indizes nennen, die ihr gechartet haben wollt. Und hier nochmal die Services, der Newsletter, 15 € im Monat oder 40 € für 3 Monate, keine automatische Verlängerung, geht nur per PayPal, dafür aber sofort Projekt30.blog eingeben, registrieren, per PayPal buchen und ihr seid einen Monat dabei. Und dann auf einem anderen Server, auf Projekt30.de, dort sind die beiden Chaträume, Leserstream und Premium. Ja, lest es euch durch, hier im Premium, deswegen ist Premium auch ein Tick teurer, gibt es einige technische Helferlein, auch hier Abo-Zeitraum 1, 3 oder 6 Monate. Hier kann man auch per Überweisung bezahlen, allerdings muss man dann mindestens 3 Monate buchen. Keine automatische Verlängerung. Dieser Stream kostet 20 € und Premium 39 € im Monat. Das war's dann auch schon. Also ja, noch einen schönen Rest Sonntag, einen schönen Montag, sofern ihr den auch noch frei macht und euch nicht um die US-Indizes kümmert. Und ja, wir hören und sehen uns in der nächsten Woche. Dankeschön und tschüss, tschüss.